Gut, wir werden nicht mehr Leute, deswegen hätte ich gesagt, fangen wir mal an, aber wir sind genug Leute, dass wir zwei Dreierteams zusammenbringen. Also freiwillig. Ihr mehr von den Preisen. Genau. Es gibt auch was zu gewinnen natürlich. Eine Kleinigkeit. Freiwillige vor und bitte nicht alle auf einmal. Gell? Also, wer von euch kennt das Spiel vom CCC? Nein, zuerst einmal die Freiwilligen, dann erklären wir. Zuerst die Freiwilligen. Ja, aber das ist jetzt nicht so böse. Das ist ein lustiges Spiel, da ist nichts gemein. Ja, es gibt nur was zu gewinnen. Spielst du mit? Ja, wunderbar. Cool. Du auch? Such noch Kabel. Wir brauchen zwei Dreier-Teams, also sechs Leute bitte. Wir brauchen insgesamt sechs Leute. Super, danke Archie. Und der Karl darf nicht mitspielen, weil er kennt die Lösung. Ja genau, ich darf nicht mitspielen, weil ich habe die Lösung einmal gesehen. Ich war Better User. Also, kommt nach runter. Kommt. Es ist ein Bilderrätselspiel. Eine Mozartkugel, da muss jetzt rauskommen können. Es ist wirklich nichts Tragisches, ja? Okay, also offensichtlich gibt es schon Verpflegung von vornherein. Ja, aber stehen müssen es nicht, oder? Stehen müssen es nicht. Nein, wir setzen uns dann da vorne. Okay. Super. Noch eine Person, damit wir zwei gleiche Teams haben. Willst du mitspielen? Es gibt nur eine Runde. Das ist die letzte Runde, ja genau. Komm, spiel mit. Es ist nicht schwer. Okay, so, jetzt kannst müssen wir euch... Kannst du für drei haben von deinem... So, jetzt müssen wir euch auf zwei Teams aufteilen. Zwei Teams. Bitte? Zwei Teams. Zwei Teams, okay. Ja. Okay. Zwei Teams. Machen wir in der Mitte gleich. Hm? Und das eine Team, wo setzen wir es denn hin? Ja, da vorne hätte ich gesagt, gleich da in der ersten Reihe. Ja, nein, ihr könnt euch hinsetzen. Auf die ersten. Wichtig ist, dass ihr einen guten Blick auf den Schirm habt. Es dauert jetzt eine Stunde. Ihr könnt euch da hinsetzen. Dann haben wir zwei Teams. Ihr könnt euch Teamnamen aussuchen. Das heißt, tut euch untereinander jetzt einmal beraten. Euer Team gleich. Es ist wurscht. Irgendein Pseudonym, Elias, was auch immer. Elias? Elias? Ja, das war stellvertretend. Berat euch einmal. Irgendein cooler Name. Gut. Elias, welche Farbe hättet ihr gerne? Okay. Habt ihr schon einen Namen? Die heißen Nein. Dann Standardblau, oder? Habt ihr eine Farbe, die ihr bevorzugt? Schwarz gibt es noch. Das ist, ja kein, ist das überhaupt blau? Das ist ja Flieder, oder? Nein, das ist nicht Flieder. Okay, ich bin farbenblind, ich halte mich da raus. Okay, einen Teamnamen noch bitte von euch. Team Elias hätte gerne eine andere Farbe. Okay, welche? Okay. Klick einmal drauf. Magenta? Ja, Hammer. Gut, und ihr seid. Dann pass wieder zu und wir sind kognitiv. Ich Gott. Oh Gott. Okay. Als Farbe noch. Können wir auch wieder nehmen? Ja. Mir ist das egal. Usability-mäßig sollte das unterscheiden. Rot. Okay, passt. Hallo. Okay, passt, sehr gut. Okay. Dann geht euer Mikro. Ja. Okay, passt, sehr gut. Okay, gleich einmal vorweg. Okay. Ich bin nur da, weil ich so eine tolle Stimme habe. Alles andere hat er gemacht. Es ist seine Idee, er hat das Ganze aufgesetzt, er hat den Vortrag eingereicht. Also ich bin nur last minute dazugesprungen, damit er nicht von seinem Computer abgelenkt wird, weil in der Zwischenzeit, wie ihr euch mit euch beschäftigt, tut er in Wirklichkeit weiter programmieren. Die Idee ist nicht von mir, die habe ich schamlos vom Chaos-Kongress gestohlen, stimmt, genau. Entwendet. Naja. Ich habe das selber nicht gekannt, bevor man das Slash nicht gesagt hat, das soll ich mir das Video anschauen vom 34C3 von Nougat Bytes. Offensichtlich gibt es das dort schon ein paar Jahre. So, erklärst du die Regeln? Okay, es geht darum,
Es ist eine Bilderrate-Show. Es ist immer abwechselnd. Es gibt eine gerade Anzahl an Bildern. Das heißt, jeder hat gleich viele Bilder. Es fängt einfach an, wird gegen Ende natürlich schwieriger, klar. Dafür gibt es auch mehr Punkte. Und am Ende, der am meisten Punkte hat, darf sich zum glücklichen Gewinnerteam zählen. Aber es gibt für beide Teams am Schluss etwas natürlich zu gewinnen. Funktionieren dort so, wenn ich auf den Knopf haue, dann wird ein Bild angezeigt, dann läuft unten der Timer los. Genau 32 Sekunden, ja, wie es bei Vielfachen von 2 halt so ist. Ich glaub, du musst in dieser Zeit darf in dem Fall Inkognito beginnen. Das seid ihr jetzt. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, werden die Punkte reduziert und ihr dürft es dann auch mit erraten und der als erstes den Begriff hat, bekommt den Punktezuschlag. Okay, also die ersten 32 seid nur ihr und wenn ihr was sagt, dann macht ihr für sie einen Punkt. Okay? Das heißt, ihr müsst jetzt am Anfang einmal 32 Sekunden leise sein, dann kommt so ein Ton und dann können alle raten und dann macht die Gruppe, die die Antwort richtig erwähnt. Okay? Genau, dann für den Fall, dass wir in der schweren Sektion sind, gibt es dann auch noch 3 Hinweise, die dann nach der Reihe eingeblendet werden. Jeweils aber auch wieder mit Punkteabzug natürlich. Ne? Okay, dann hätte ich gesagt, fangen wir an. Konzentration und bitte auch, wenn ihr dürft euch laut raten und ihr müsst die Antwort nicht als Frage formulieren, so wie beim Jeopardy, also einfach drauf losraten und auch ins Mikrofon sprechen, dass die Leute, die den Stream anschauen, dann auch was davon haben. Okay. 3, 2, 1, los. Telefon, ja. Ja, genauer. Es ist ein iPhone. iPhone. Genau, also ihr habt jetzt das Prinzip, glaube ich, schon erkannt, ne? Das ist nicht so schwer. Man muss ein bisschen ums Eck denken. Es ist manchmal auch wirklich ums Eck, ein bisschen phonetisch und so weiter. Aber iPhone war komplett richtig, passt. So, und jetzt das umgekehrte Spielchen. Das heißt, wir wechseln uns immer ab. Jetzt habt ihr begonnen, jetzt ist es an euch. Die ersten 32 Sekunden liegen an euch. Da können die nur für euch lösen. Ja? Noch die 32 Sekunden, wenn ihr es noch nicht gefunden habt, alle. Und derjenige, der es zuerst nicht genannt hat, dann die Antwort. Okay, und los geht's. Schlüsselbrett. Keyboard. Das ist richtig. Keyboard. Super. Der ist aber schnell gegangen. Aber ist ja auch noch leicht am Anfang. Ja, aber wenn ich zurückdenke, wie lange ich gebraucht habe. Okay, jetzt ist die Inkognito wieder dran. Jetzt seid wieder ihr. Ja. Los. Ja. Okay, Eier, Holz. Ich bin noch am Warten. Shark Bite, Shark Tooth. Shark Teeth? No. Was gibt's mit Shark? Doku. Shark? Nee, warum ist das bei dir? Nee, es ist ein Doku von mir. Das ist richtig. Shark. Ja. Also, ihr habt es nicht geschafft, nicht schlecht. Wireshark. Wireshark ist ein Tool, das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Wireshark ist ein Tool, wo man Netzwerk-Traffic analysieren kann. Das wären die Hinweise gewesen. Ja, schon. Aber für diejenigen, die das nicht kennen. Ja, genau. Okay, Bild Nummer 4. So, seid ihr dran. Bluetooth. Richtig. Ich glaube, das haben jetzt alle drei gleichzeitig gesagt. So gibt es trotzdem nur 8 Punkte. Nein, aber es war super. Okay, Punkte Gleichstand, aber es war natürlich auch leicht am Anfang. Jetzt wird es langsam schwieriger. Inkognito beginnt wieder. Mhm. Ja. Das sind die Kepler'schen Gesetze. Das war irgendwie so. Da muss Planeten Mann, Ellipse, Winkel, Angle, weiß ich nicht. Ist das nicht so ein. Ich finde, das schaut voll aus wie diese. Strahl. Ja, aber das schaut doch voll aus wie diese Kepler'schen Gesetze, dass die Flächen immer gleich. Das ist keine Ellipse, das ist ein Kreis. Das sind aber nicht die Kepler'schen Gesetze. Also, das ist richtig. Ich wiederhole noch, weil ich versuche nachzudenken. Hier, wie heißt das bei den Punkten? Die Brennpunkte sind es auch nicht. Crap. Gut, jetzt darf das andere Team auch mitraten. Ja, wir sind nicht vorbei, oder? Ja, beide. Achso. Ihr könnt es mitraten. Angle Line. Ja, auch nicht Eckenberg. Okay, jetzt kommen die Hinweise. Okay. Hinweis Nummer 1. Das hat was mit Kryptographie zu tun. Elliptische Kurven. Das ist richtig. Aber es ist ein Kreis.
Na, es ist eine Ellipse. Es ist eine Ellipse. So, Team Elias. War auch so. Nicht Kreis der Thema. Kennt ihr die Musik ein bisschen lauter? Weil dann, man muss den einen Ton in der Mitte mitkriegen, nach die 32 Sekunden. Da ist nicht wirklich ein Ton in der Mitte. Ist kein Ton. Okay. Ich mach einfach. Dann mach ich den Ton. Ja, mach du. Genau. Okay, Elias okay. Beginnt. Oh, ja. Sie beginnen, gell? OpenGL. Das ist richtig. Fast so schnell wie ich. Nein, das muss. Ich glaube, wenn man den Begriff kennt an sich, dann ist es nicht so schwer. Kennst du OpenGL? Ja. Mhm. Gut, diesmal inkognito. NP vollständig. Ja. Ja, richtig. Das Puzzle ist vollständig. Okay. NP vollständig ist eine Klasse von Problemen. Gut, es geht weiter mit Team Elias. Ihr seid wieder dran. Ja. Mit. Oh ja. C. Und noch einmal bitte. C. Und. C, ja, es fehlt noch was. C++. Wo ist da C++? Dürfen wir auch raten? Ja, jetzt dürft ihr auch raten. Okay. USB-C. Das USB-C. Ist richtig. So, ihr seid inkognito. Müssen wir schauen, dass ich auf den richtigen Knopf immer drücke. Okay. Okay, hier beginnt's. Kidrock. Wer ist das? Kidrock. Nein, es ist nicht Kidrock. Keine Ahnung, Mann. Ich dachte zwar über Technik und nicht über Musik, aber gut. Okay, jetzt darf Elias mitraten. Habt ihr Idee? Point Break? Slashdot. Aber du hast nicht gewusst, was Slashdot ist? Das ist so sicher, aber das kommt. Okay. Das ist nochmal gerne wieder. Woher kommt das Slash? Das ist der Gitarrist, heißt Slash. Den kennt man schon, den hab sogar ich kennt. Ganz ein Roses, gute alte Wir hätten auch sein Konterfei nehmen können. Slashdot ist ein, ich war selber nicht drauf, was ist das? News? News von Nerds. Kann man das noch News nennen? Okay. News-Aggregator. Okay, Elias beginnt. So. Es geht in die Schweiz. Jetzt ist dran. Ja, nicht wirklich. Lauter. Swiss Web? Nein. Warum sagst du lauter? Die Leute am Stream können. Wollen ja auch hören, was ihr ratet. CERN? Das ist Cross Network? Cross Web? Spider Cross, ja gut. Netz ist einmal nicht Cross ganz so schlecht. Keine Ahnung. Oh, das könnte total werden. Der Begriff ist auch öfters in den Nachrichten vorkommen. Cyber Web 2.0. Okay, wir kommen zu den Hinweisen. Netzpolitik. Hinweis 2, in vielen Ländern umkämpft. Netzneutralität, richtig. Das Netz ist neutral. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich habe da auch alle Hinweise gebraucht. Genau. Okay. Und Inkognito darf gleich weitermachen. Ah, sind wir. Fenster, Donkey Kong.
Donkey Kong ist nur das Bild, aber nicht Monkey, der Begriff. Monkey. Es ist auch nicht Monkey Island. Das Donkey Kong ist doch ein Monkey, oder? Barrel Rolling. Was? Barrel Rolling. Okay, Elias darf mitraten. Ihr könnt es mitmachen. Ja, wir denken schon. Was tut er? Er fällt nur Monkey Brain ein. Er tötet Mario. Monkey Lifting. Monkey, nein, nicht wirklich. Ape-Lifting? Das hat nichts mit dem Tier selbst zu tun, nur von dem, was er tut. Barrel-Lifting? Bitte? Barrel-Lifting? Nein. Fast. Es geht um Hardware. Genauer gesagt um Digitaltechnik. Und es ist etwas mehr als ein Schieberegister. Es kann mehr als ein Schieberegister. Die halbe Antwort haben wir schon mal gehört. Das war schon nett, ja. Aber es ist noch nicht alles. Da fehlt noch was. Aber ich bin wenigstens nicht der Einzige, der das nicht kennt. Nein. Ich habe das nämlich nicht kennt. Barrel throwing, barrel. Monkey Memory, was ist denn? Na? Na? Weiter? Weiter. Was irgendwie aus dem Publikum? Ich glaube, ihr könnt es auflösen. Ja, lösen wir es auf. Es ist ein Barrel Shifter. Der Unterschied zu einem Schieberegister ist, mit einem Barrel-Shifter, der kann gleich mehrere, also die Bits um mehrere Stellen mit einem Takt verschieben und der Schieberegister jeweils nur um eine Stelle. Okay, es gibt einen Skip. Ich habe es, glaube ich, irgendwann einmal vor 25 Jahren gelernt und seither auch nicht mehr gehört. Aber wir sind da jetzt auch schon langsam in der schweren Sache. Okay, Elias beginnt. Wer war jetzt Elias? Ihr? Da ist ein Lambda drauf zu sehen. Ja, wärmer. Ja, da ist ein Lambda. Das ist Lambda. Für welche Telefonie-Sprache ist das Lambda? Das ist das. Was hat das mit dem Alibert zu tun? Lambda Calculation? Nicht ganz. Lambda Function. Inline Lambda Function? Wie heißt das? Das war schon nicht ganz daneben. Das war nur leicht daneben. Na, nicht ganz. Was siehst du? Ein Lambda. Ein Lambda Calculator. Dicht dran. Calculus? Jawohl. Ja, er löst uns. Lambda-Kalkül oder Lambda-Calculus, das ist eine bestimmte Funktion in der theoretischen Informatik oder nicht so theoretischen Informatik. Leute, die Emacs programmieren, die kennen das ganz gut. Ja, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Ja. Bitte? Ja, aber das ist, wenn man nur einen Editor braucht. Okay, Incognito darf dafür auch wieder anfangen. Okay. Okay. Rope climbing, balancing act, balance. Der Sven stirbt schon. String theory. Das hat jetzt weniger mit IT zu tun. Das ist in der schwierigen Kategorie. Wiretapping. Nein. Gute Idee, aber gut, aber nicht das gesuchte Wort. Nein.
Wo ist die Wire Node? Balancing, Wire. Also ich hätte Wire es nicht climbing. In die schwierige Kategorie gegeben. Ihr denkt es vielleicht komplizierter, als es Wire, ist. Wireless Internet. Wireless. Slack? Nein. Auch nicht schlecht. Okay, ich glaube, wir müssen Hinweise geben. Gell? Okay. Es hat was mit Netzwerken in weiterer Weise was? Zu tun. Wireless? Nein. Wireless? Nein. Nein, ist es ja nicht. Haben wir schon gehabt. Wired? Wire Transfer? Protocol? Ja, zweiter Begriff, sagen wir. Es hat im Wirklichkeit mit dem Internet was zu tun. Okay. Hilft euch jetzt nicht viel weiter. Routing? Nicht ganz. Okay, dritter Begriff. Es hat was damit zu sein, verbunden zu sein. Wired Connection? Wire Connection? Löst euch von dem Wire. Es ist ein bisschen hinten. Also das, da wird es euch beißen, wenn wir das für euch auflesen müssten. Also denkt ganz, was ist mit ganz dem einfach. Typen? Konzentriert euch auf den Typen. Man in the middle. Forst, nicht? Also auch gut, aber ist es nicht? Man in the middle ist echt gut. Also du hast da zwei Sachen, die echt gut passen. Es war halt leider nicht, was wir uns gedacht haben. Ganz einfach. Also das kann wirklich jeder lösen. Anscheinend nicht. Ihr wisst zu viel. Da hinten wissen es auch schon die Leute. Sie haben das Publikum mitraten lassen. Jemand aus dem Publikum? Ja. Nein. Gute Idee, aber... Sven? Nein? Ja, ist auch nicht auch schlecht, aber Idee, ist es nicht? Ja. Nein. Viel zu kompliziert. Das kann ein Siebenjähriger lösen. Also tut das ganze Wissen, was nach 7 Jahren angehäuft hat, wegwerfen und denkt es noch einmal drüber nach. Der Typ, ja, wo steht der? Ja, online. 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 Ja, was machen wir jetzt? Ihr wisst zu viel für das Rätsel. Online. Geben wir jetzt die Punkte nach, oder? Nach das Publikum nicht draufkommen ist. Ja, wenn er draufkommt und in der Gruppe ist, geben wir die Punkte. Okay. Gut, ja. Geht weiter mit Elias. Nummer 3 Bilder, dann haben wir es geschafft. Elias war da. Jetzt komme ich. Mit Inkognito und Elias, das ist zugleich. Big Brother. XKCD. Ja, offensichtlich habe ich das Bild von dort, aber das ist nicht die Lösung. Und das ist auch ein bisschen nachbearbeitet. Big Brother. Fehlende Quellen. Was ist der Maus-Obertext zu dem Bild? Die Antwort. Nicht schlecht. Das ist eine Maus, ist nicht. Okay, Shadowing. Ich würde gerne helfen. Aber Copy. Weit weg. Gute Idee, aber weit weg. Gut, ich glaube, wir müssen Hinweise rüberrücken. Es hat irgendwie was mit Couch-DB zu tun. Wobei ich auch nicht gewusst habe, warum das was mit Couch-DB zu tun hat. Ist auch der erste Hinweis. Ne? Darf man nicht gleich zu... Low-Sigman? Bitte? Low-Sigman? Nein. Nein, nicht wirklich. Okay, das ist eine Programmiersprache. No. Auch nicht schlecht, aber nein. Das ist nicht Go. Also ich bin jetzt nicht so der Programmiersprachenexperte und habe das auch lösen können. Also geht es wieder vielleicht 2 Schritte zurück und denkt wie ein Kind über das Bild. Das haben wir eben schon bewiesen, dass wir das nicht können. Aber ja, der dritte Hinweis löst es dann eh schon fast auf. Die gehen jetzt alles durch. Whitespace? Wo ist da Whitespace? Oder
Range-Fucking. Also wenn du jetzt bei einem Fuck hast, du über Aid Space buchst, dann sagst du bitte. SQL. Nein. Also wenn Couch-Tabell in Whitespace programmiert wäre. Publikum? Nein, ich habe noch einen Hinweis. Wir haben noch einen Hinweis. Ja, von Ericsson. Was? Bitte? Erlang. Es gibt eine Programmiersprache, die ist von einem Typen bei Ericsson entwickelt worden. Na, er. Ja, es ist eine Sie, er, und ist, er ist lang. Ist doch wohl logisch, oder? Alles her. Das war ich nicht. Er, der Lange. Er, lang. Okay, aber wieder. Das ist schon schaffbar, oder? Whitespace hat mehr Sinn gemacht. Ich hab's geschafft. Ja, gut. Inkognito gehen wir, gell? Inkognito. So, vorletzter hier. Bild. Alias, jetzt müsst ihr euch ein bisschen zusammenreißen. Aber ich glaube, es geht sich noch aus. Ja, wenn ihr beide Bilder schafft, geht es noch aus, glaube ich. Ja? Okay. Oh, das ist schwer. Bacon Italia. Italian Bacon. Italian Bacon. Roasted. So ein Facepalm-Bild. Okay, Elias darf mitraten. Also da müsst ihr jetzt wirklich ums Eck denken. Ich hab's nicht geschafft, das Eck war mir zu weit. Was denn? Ja, sag's. Ja, ihr könnt's alles sagen. Ja. Nein, es seid schon beide. Ihr könnt's das lösen. Ihr wisst, was ist, aber ihr wollt es nicht sagen. Für falsche Antwort. Für falsche Antworten gibt es keinen Abzug. Aha, okay. Ja, was machen wir? Einen Hinweis, gell? Wobei, der tut echt weh. Es hat weh. Irgendwie was mit Hardware zu tun. Ja, der tut echt weh. Nur aufzeigen vom Publikum. Hat wer eine Idee? Okay, das Publikum auch noch nicht. Gut, es hat was mit CPU-Bugs zu tun. Oder einer Klasse von CPU-Bugs. Ich hätte einen weiteren Hinweis nachher. Ja. Spektre? Spektre, Daji, ja! Ja, es ist Speck, es sind drei und auf Italienisch heißt drei Tre, also Spektre. Nicht schlecht. Ja. Das hat alles er gemacht. Ich hab das nicht erraten. Elias, halt auf. Archie hat es geschafft. Nicht Meltdown oder so. Ich wollte schon sagen, es hat mit einem Vortrag von heute zu tun gehabt. Okay. Ja, letzte Chance für Elias noch. Der tut auch weh. Okay. Schwierig. Space kommt vor, ja. Du darfst nichts sagen. Das Publikum darf noch nicht mitraten. Spacebar. Nein, falsch. Zu einfach. Und wo ist die Bar? Bear Percent. Jetzt haben wir schon beide Teams. Was? Bear Percent? Nein. Bear Attack Space. Du bleibst da, ich huch da zu. Ja, Space haben wir eh schon gesagt. Space Beer. Space. Okay. Escape Space.
Okay, wir müssen hinweisen, glaube ich, gell? Es sind drei Silben. Ja. Der gesuchte Begriff sind drei Silben. Drei Silben bedeutet meistens drei Hinweise. Stimmt, ne? Space Bear Dagger. Space. Drei Hinweise, drei Silben. Space. So. Zweiter Hinweis, dazu sollte man wissen, wie diese Messer genau heißen. Ich hab den Begriff nicht kennt. Aber wenn es das hinten richtig habt, dass nicht mehr wie drei Silben hat. Nein. Das erste für euch. Atomic Space Bear. Okay. Dritter Hinweis. Ja, weiterer Hinweis. Ein Synonym für die Matrix. Was? Ja, und das ist jetzt nicht mathematisch. Cyberspace? Ja! Sei, Bär, Bär, Space. Richtig. Oh Gott. Das mit der Sei muss ich euch eher erklären, ich kenne den Begriff auch nicht. Ja, die Messer heißen so Sei. Wie schreibt man das? Der Bär ist der Bär und Space, also Sei, Bär, Space. Ich weiß nicht, ich glaube, sei S-A-I geschrieben. Die Reihenfolge war vielleicht. Heißt das, ja, das ist ja schwer. Ne? Space per sei wäre falsch. Ne? Okay, danke fürs Mitspielen. Incognito hat es gemacht, das heißt, Endstand 62-45. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Mitraten. Und jetzt gibt's Preise. Das ist der klassische erste Preis. Gewinner dürfen Sie sich aussuchen und weiß für euch. Ich kenne das nicht. Ich kenne das auch nicht. Das auch aussuchen. Oder eigentlich. Angereist, damit sie weniger schwer tragen. Ihr könnt es auch aufreißen und aufteilen. Kann man, glaube ich, auch so essen. Bitte, danke fürs Mitspielen. Ihr wart die Mutigen, die sich traut haben. Okay, bitte Feedback geben, ob es euch gefallen hat. Okay, wird man das nächste Jahr gerne wieder machen und dann vielleicht mit zwei Durchgängen und mehr Bildern und Fragen. Okay, danke.